Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Im letzten Video haben wir alles komplettiert. Das heißt, wir können zurück zur Mantis und können das Finale auslösen, indem wir nach Bogano reisen. Es ist ein langer Weg zurück, das habe ich euch ja schon gesagt. Rausschneiden wollte ich ihn dennoch nicht, aber er kennt das Spiel. Ich werde ihn beschleunigen. Das heißt, ihr habt wieder ein lustiges Video mit Quietschestimmen. So, da sind wir wieder. Ja, Kopfgeldjäger sind hartnäckig. Ja, sie verfolgen uns schon länger. Ihr Haxion-Brot hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und von Grease sind sie auch nicht so begeistert. Erst das Imperium, jetzt Kopfgeldjäger? Du hast ein Talent, dir Feinde zu machen. Die Mission hat viele Risiken. Jeden Tag neue. Überleg's dir bloß nicht anders. Werde ich nicht. Mit deiner Crew gibt's ständig Überraschungen. Ich mag das. Solltest du nicht die Galaxis retten? Das machen Jedi doch, oder? Ja, ja, ich bin ja schon weg. Ich wollte nur einen kleinen Tratsch halten. Das Schiff hat fast so viel durchgemacht wie wir. Unglaublich. Was? Ich bewundere gerade mein Schiff. Darf ich das nicht? Ich habe noch ein paar Pflänzchen für dich oder ein Pflänzchen. Dann können wir mal schauen, ob dort noch ein weiteres vonnöten ist. Sieht aber aus, als wird nur noch eins fehlen, oder? Gucken wir mal. Wir haben Kalpi, Traumwurz, Königsblume, Kapselnelke, Milchgras, Blütenpilz, Bonschier, Blutbäuchling und Pilzling. 9. 9 ist eine komische Zahl, aber hier ist auch nicht wirklich Platz für eine 10. Blume, oder? Vielleicht habe ich ja doch noch irgendwo einen übersehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal schnell speichern, bevor wir uns nach Bogano aufmachen. Ausruhen brauchen wir nicht. So, alle Planeten jetzt auf 100%. Ilum, Kashyyyk, Sepho, Datumir. Und wir müssen nach Bogano, dort das Gewölbe öffnen. Und zack, wird Merrin rein teleportiert. Was muss ich machen? Worum geht's hier, Grease? Also, ich weiß, dass wir jetzt mehr Leute auf der Mantis sind als ursprünglich vorgesehen. Darum will ich nachsichtig sein. Es gab ein Problem mit dem Lufterfrischer. Ich sage nicht, dass ich weiß, wer es ist. Und nach dem Geruch will ich das auch gar nicht. Ich möchte euch lediglich bitten, eine Kerze oder sowas anzuzünden. Kein Problem. Hast du eine Kerze aus Gandak-Blut? Ob ich was? Nein, nein. Aber was aus Wasaka wäre?
Ich sag ja nur, Lateros haben eben eine feine Nase. Darum koche ich ja auch so gut. Das ist gar keine Nase. Falls das nochmal vorkommt, werfe ich den Schuldigen hochkant aus dem Schiff. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ja, Bogano, wir kommen. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Da haben wir noch einen Eintrag. Den letzten zu Grease Duitus, der Pilot der Mantis. Während ihrer Reise gewinnt Grease Vertrauen zu seinen Freunden und berichtet von seiner Liebe für gutes Essen und seiner Urgroßmutter. Als seine Fähigkeiten als Pilot auf die Probe gestellt werden, muss Grease zu dem Helden werden, von dem er nie gedacht hätte, dass er in ihm steckt. Was? Wurden wir gespoilert? So, Leute. Das wird jetzt was. Ich werde nochmal speichern. Können wir unsere 6 Fähigkeitspunkte nicht irgendwie investieren? Unser Lichtschwert noch vom Schaden zum im Schaden zu verbessern? Das wäre natürlich super. So, ihr wollt auch wieder alle ein Schwätzchen halten, nehme ich an. Moment. Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo-Kron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben. Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viertel, Kumpel. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt... Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, das hast du schon gesagt und... Und du lebst noch. Ja, noch. Hier passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja. Ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß... dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Und der will weiter nichts sagen. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt.
Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datumir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datumir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentis gefallen. Ich brauche einen Moment für mich. Hm? Lassen wir dir. Kerl, hast du kurz Zeit? Muss ja. Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir frei. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Ja, das wird was. So, allerdings fällt mir ein, das wurde mir noch als kleinen Tipp gegeben, dass mir tatsächlich noch ein Samen fehlt. Der sollte sich hier irgendwo befinden. Den hole ich mir noch, den pflanzen wir dann auch ein. Mal gucken, ob wir hier auch einfach so rüberkommen. Müssten wir ja eigentlich. Und dann machen wir uns auf ins Gewölbe. Ja, so einfach kommen wir nicht rüber. Nochmal speichern. Nicht, dass er abschmiert. So, und wir werden wohl eine Prüfung vor uns haben. Eine knackige Prüfung, wie es scheint. Ob das in Form eines Rätsels oder eines Kampfes ist, kann ich derweil noch nicht sagen. Leider nicht so dran. Oh. Thank you.
Nein! Wo sind denn hier die Samen? Sah ganz aus, als hätte man hier lang rennen können. Aber das hatten wir ja schon mal das Thema. Stimmt, wir müssen hier oben lang. Wir dürfen nicht fallen. So war das. So. Da, das müsste die Blume sein. Tatsächlich, hier haben wir den letzten Samen. Ist eine hübsche Ergänzung für das Terrarium. Ein Federfarn. Den bringen wir auch mal direkt zurück. Auch wenn der Erfolg nicht direkt gewertet wird. Hier rüber. Denn dafür muss die erst ausgewachsen sein. Ist die neue, die wir mitgebracht haben, denn schon hochgewachsen? Ja. Wahrscheinlich reicht es, wenn wir einmal hin und her fliegen. So, das heißt, der letzte Samen ist auch gepflanzt. Ganz links. Okay. Ich erlaube mir das einfach mal. Wir fliegen mal weg und wieder zurück. Dann dürfen wir den Erfolg auch haben, oder? Dann mal los. Fliegen wir mal nach Ilum. Ich habe ja schon einiges erlebt. Aber so viele Begegnungen mit dem Tod wie mit euch beiden hatte ich noch nie. Ich sehe dem Tod lieber ins Gesicht, als ihn im Rücken zu haben. Das mussten sie mir jetzt unbedingt reindrücken, oder? Ihr Jedi geht noch in der Macht auf oder so, wenn ihr sterbt. Wovor solltet ihr Angst haben? Ein bisschen komplizierter ist es schon. Ach, dann stimmt es also. Die Jedi haben Schlimmeres zu fürchten als den Tod. Ah, oh, na das freut mich. Immerhin durchforste ich gerade die Galaxis nach einer Jedi-Liste. Und das zusammen mit zwei... keine Ahnung, Jedi-Leuten. Da fühle ich mich doch gleich besser als ihr. Setz dich, Junge, wir landen gleich. So, Ilum. Sieht ein bisschen aus wie der Todesstern, Ilum. Nee, ist noch nicht gewachsen. Dauert noch. Ärgerlich. Ich dachte, ein Flug reicht. Na, dann fliegen wir wieder zurück. Okay, wählen wir das nächste Ziel. Bugano mal wieder. Denken auch, ich wäre bescheuert. Wir haben das Imperium wohl nervös gemacht. Sie erhöhen die Sicherheit auf Sepho und Kashyyyk. Nichts kann sie aufhalten. Sie sind ein Profi, stimmt's? Wie können sie eigentlich auf das imperiale Netzwerk zugreifen? Das Basiscomputerprotokoll der Jedi-Akademie hat die Galaxis nach Machtbegabten durchforstet. Die Netzwerke der Republik und unabhängige Systeme waren natürlich anfälliger. Heute kontrolliert das imperiale Netzwerk alles. Aber sie können es trotzdem hacken, oder? Für unsere Zwecke? Schon. Aber es ist nicht leicht. Als ich dem Verhör entkam, habe ich einige Codefreigaben gestohlen. Sie werden regelmäßig geändert, aber mit etwas Glück findet man raus, wo man sich einklinken muss. Beeindruckend. Man muss nur alle Spuren verwischen, damit sie nichts merken. Setz dich, Junge, wir landen gleich.
Ich will mich zu Merrin setzen, die ist hinten so alleine. Ich weiß auch nicht, ob wir nach dem Finale weiterspielen können. Das wird wahrscheinlich wieder nicht gereicht haben. Nö, die ist immer noch nur als Samen in der Erde. Okay, dann machen wir uns auf zum Gewölbe. Gespannt, welche Prüfung Cordova dort uns stellt, bevor wir an das Holocron kommen. Aber ich gehe auch davon aus, dass die zweite Schwester auch schon hier ist. Denn hier? Ich renne hier rum wie ein Vollidiot. Mal wieder. Ihr kennt es ja nicht anders von mir, ne? Ich glaube, wir mussten sogar durch die Werkstatt hier unten. Das? Noch du? Was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das. So. Leute, ich bin gespannt. Hier nochmal meditieren. Wer weiß, was hier auf uns wartet. Und los, BD. Das Holocron erwartet dich. Öffne das Gewölbe. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung.
werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Noch mehr machen. Einen Augenblick. Ach, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Kampf müssen wir noch führen gegen jemanden aus dem Imperium. Dort fehlt uns nämlich noch ein Eintrag. Aha. Hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh,
Wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracker nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Hat Ziel dich nicht trainiert? Immer noch auf der Flucht? Meine Witzka. Nicht trennen, bleiben wir zusammen. Nein, ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Okay, die zweite Schwester, den letzten Eintrag haben wir auch jetzt. Eine Inquisitorin wird geboren. Ich muss noch ganz kurz was aufschreiben, Leute. Als die zweite Schwester Kell im Gewölbe auf Bogano attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kell erfährt von Twillas Geschichte als Sias Padawan, einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Kell für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Twilla, ihm das Holocron zu stehlen. Na toll! Was ist mit dem taktischen Leitfaden? Hier fehlt immer noch was. Die zweite Schwester steht ja auch. Vielleicht als letztes nochmal als Twilla aufgeführt. Glaube ich aber nicht.
unten ist schon das Imperium zugange. Ich werde nochmal speichern, nochmal ausruhen. Was willst du? Wo sollen wir denn jetzt lang? Noch zurück zum Schiff oder nicht? Sind denn alle? Ihr Zement ist zurück, ja. Sir. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Ich
gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Okay, Leute, damit ist wohl doch noch nicht Ende. Wir haben eine neue Aufgabe. Kapitel 6, das verlorene Holocron. Kell und BD brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Holocron. Kell hatte daraufhin eine Vision, trainierende Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf, Tod, Folter. Kell als Inquisitor. Als er erwachte, stand Twilla vor ihm. Kell zog ihr Lichtschwert und wurde von einem Machterscher erfasst. Achso, ja, okay. Sia und Twilla gefoltert, Twillas Gesinnungswandel, Sias Flucht. Als er zurückkehrte, waren Twilla und das Holocron verschwunden. Kell lief zum Schiff zurück, um Sia alles zu erzählen. Diese nutzte die Macht und schlug Kell mit Twillas Lichtschwert zum Ritter. Ja, gut. Beim taktischen Leitfaden fehlt, wie gesagt, noch ein Eintrag bei Imperium. Mal schauen, gegen wen wir in dieser Festung kämpfen dürfen. Ist das vielleicht ein alter Bekannter? Man weiß es nicht. Okay, aber das werden wir dann wohl im Neustil zur Holocard hinzugefügt. Infiltriere Inquisitorenfestung. Oh, da wächst was. Aber noch nicht ganz groß gewachsen, sonst hätten wir nun den Erfolg. Gut, reden wir nochmal mit euch. Wo ist sie jetzt hin? Vorne. Sie hat aber gesagt, was gesagt werden muss. Dann hören wir uns das von denen noch an und dann machen wir das Finale eben doch im nächsten Video. Können wir jetzt los? BD, hör mal. Wir haben viel erlebt. Aber wenn du Öl oder sowas auf meine Pflanzen kippst... Na gut, sei einfach vorsichtig. Okay. Dann werde ich nochmal speichern und die Inquisitorenfestung werden wir dann im nächsten Video stürmen. Ausruhen. Und dann nehme ich mal an, dass das dann das endgültige Finale sein wird. Mal schauen, ob ich da auch länger für brauchen werde. Oder ob ich das in einem Video hinbekomme. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.